Literaturmagazin Zwischen den Zeilen freue ich mich heute, den Autoren Thomas Herrick vorzustellen. Guten Tag, Thomas. Hallo. Ja, ich gehe noch mal ein bisschen zurück in meine eigene Erinnerung. Als ich dir zum ersten Mal begegnete, bist du sehr jung gewesen. Ich glaube noch Schüler, ja? das ist schon mal immer sehr spannend. Dann kann man mal sehen, wie geht das weiter. Es geht nämlich nicht immer weiter. Aber ich habe jetzt feststellen dürfen, da ging es ganz gut weiter. Ja, bei dem heutigen Autor wäre das Managing, nämlich Jungautor, auch gar nicht mehr so richtig angebracht. Viele kriegen das gar nicht hin in ihrem ganzen Autorenleben. Ja. Ich darf noch dazu erzählen, dass du Kulturjournalist bist und ein Standardwerk darstellendes Spiel und Theater. Und jetzt kommt noch was Spannendes, so wie 25 Jahre Star Trek und der Feminismus veröffentlicht hast. Wie kommt man zu diesen Themen? Immer durch Begeisterung eigentlich. Also das stimmt, du hast ja eben das gesagt, dass wir uns da kennengelernt haben, als ich eigentlich noch quasi frisch gebackener Ex-Abiturient war. Ja, und da ist dieses erste Buch mit Star Trek und der Feminismus schon entstanden gewesen sozusagen durch die Schule, durch eine wunderbare Lehrerin, zu der ich gekommen bin und die ich gefragt habe, ich würde gerne eine Arbeit schreiben über mein großes Hobby Star Trek. Und da hat sie gesagt, ja, das weiß ich nicht, da muss aber noch ein Thema dazu irgendwie. Du musst das ja auch wissenschaftlich dann analysieren. Es war eine Facharbeit. Ja. Dann sagte sie, ja, dann suchst du dir mal ein Thema aus. Und damals in den Medien war aktuell, gab es Diskussionen über Feminismus und gab es Berichterstattung Terrorismus. Mhm. Und dann sagte sie, ja, vielleicht so eine von den beiden Richtungen. Und dann lag mir der Feminismus doch etwas näher als der Terrorismus. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, schaust du mal in deiner Lieblingsserie, was da sozusagen an feministischen Inhalten, was über 45 Jahre waren sogar, die ich untersucht habe, was da so zu finden ist. Und es war so viel zu finden, dass ein ganzes Buch entstanden ist. Ja. Und dann hatte ich mit 19 Jahren mein erstes Buch veröffentlicht. Mhm. Und hatte so ein bisschen Blut geleckt und habe gedacht, ja, da würde ich jetzt gern weitermachen. Das ist irgendwie spannend, das fasziniert mich. Und das war der Einstieg auch schon ein bisschen ins Sachbuch hinein. Ja, ja, mhm. Genau. Es gibt ja bei dir auch noch mittlerweile auch eine journalistische Arbeit, ja. Und themenübergreifend auch verbindest du das mit den digitalen Fähigkeiten, ja. Dafür bist du von der Horizont-Stiftung ausgezeichnet worden. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, was die Auszeichnung bedingt an dieser Stiftung? Ja, man will, glaube ich, wenn ich das dazu sagen darf, Leute auszeichnen, die irgendwo in ihrem Fachbereich auch irgendwo Nachwuchstalente sind. Ja, also es ist eine Nachwuchsauszeichnung. Und was mich so begeistert hat an der Auszeichnung, weil ich so, das hast du ja gerade schon angedeutet, so immer so neugierig und begeisterungsfähig und in ganz vielen Feldern aktiv bin, kommen natürlich auch die Leute zu mir und sagen, machst du jetzt das eine, also bist du jetzt irgendwie Digitalexperte oder machst du das andere und bist Kulturjournalist und analysierst klassische Musik. Mhm. Und die Horizont-Stiftung hat 22 mir dann den Preis genau für diese Mischung verliehen. Mhm. Und das war für mich so irgendwo die schönste Wertschätzung, weil die haben gesagt, diese außergewöhnliche Kombination, dass du diese ganzen Felder alle zusammenbringst, das ist sozusagen das, was wir auszeichnen. Und da war ich natürlich total begeistert. Mhm. Ja, und du hast eben schon was verraten, dass du natürlich neben der Literatur auch eine große Affinität zur Musik besitzt. Ja? Genau. Ja. Und ich glaube zur klassischen Musik. Vor genau. Allem. Ja. Mhm. Was ist da dein, dein Lieblingskomponist? Das ist jetzt eine doofe Frage. Ja, das ist schon irgendwie Richard Wagner, muss ich sagen. Ja, das habe ich gesehen. Wir sind ja heute auch in Koblenz und lustigerweise, weil ich den hier in Koblenz entdeckt habe. Also das Stadttheater in Koblenz hatte mal eine ganz fantastische Inszenierung einer Wagner-Oper und da war ich... Als junger Mann hat mein Papa mich mitgenommen und ich wusste gar nicht, was Wagner, was macht der Komponist und was will der da. Aber der Sound, der Klang, der war so voll und irgendwie hat mich so gepackt mit Gänsehaut, dass mich das seitdem eigentlich nicht mehr losgelassen hat. Und ich schätze natürlich auch ganz, ganz viele andere klassische Komponisten, so dieses Phänomen Wagner, das ist schon sehr interessant und das treibt mich immer um. Ich wollte nicht gleich auf Wagner jetzt aufspringen, obwohl ich das ja aus deinen Informationen schon erfahren. Das ist ganz klar. Also eine sehr frühe Erfahrung mit dieser Musik und dann kenne ich bei Wagner Freunden viele. Ja. Das muss sehr früh geschehen. Also ich hatte selbst einen Vater, der leidenschaftlicher Wagner-Hörer ist, immer nach Wiesbaden ins Theater, ohne Auto. Das waren abenteuerliche Geschichten.
Aber ein Musikfreund macht das halt, ja. Mhm. Genau. Und du hast dort auch gearbeitet für die Bayreuther Festspiele, ja? Ja, genau. Ich habe während der Corona-Zeit für die FAZ geschrieben und habe in Frankfurt im Büro gesessen und dann fielen die Bayreuther Festspiele aus und ich dachte irgendwie, innerlich so, muss das denn überhaupt noch so präsentiert werden heute? Also braucht man nicht mal einen neueren Zugang? Muss man immer den roten Teppich und den Maybach und das alles haben? Ja, ja. Ist das überhaupt relevant für einen jungen Menschen, der wie ich sozusagen die Musik eigentlich nur entdeckt als so ein Phänomen, als was Besonderes? Ja, ja. Und dann habe ich mir das so ein bisschen von der Seele geschrieben und habe einen Artikel geschrieben, reden wir über Richard Wagner? Und habe mal da so ein bisschen provokant gesagt, wie könnte man das denn heute inszenieren, um an die nächste Generation bei TikTok, bei YouTube, in diesen digitalen Kanälen ranzutreten? Und darauf oder etwas später kamen dann tatsächlich die Initiatoren der Bayreuther Festspiele auf mich zu und sagten, willst du nicht mal für uns ein Digitalkonzept entwickeln, dass wir das mal wirklich anpacken können. Ja. Das war natürlich eine Riesenehre für mich, weil, auch privat dann als Wagnerianer. Ja. Ja, sehr schön. Das ist wirklich, also wie gesagt, ich war nur am Staunen, als ich das Ganze jetzt gehört habe. Deswegen. Ja, machst du auch selbst Musik jetzt? Ja, ich habe immer, egal wo ich hingehe, ein Klavier dabei oder ein E-Piano und spiele gerne für mich privat. Aber natürlich, klar, das Schreiben ist irgendwo so meine ganz große Leidenschaft. Deswegen, das Musizieren ist für mich eher so das Hobby oder die Also die da Freizeit, ist eine Trennung. Also das Wort steht über der Musik. Ja, ich glaube, was mich im Schreiben oft fasziniert, ist, wenn man es schafft, Sprache auch so zu komponieren, dass sie das wirklich eine Klanglichkeit hat. Ja, das also ist nämlich ganz, ganz spannend. Mir ist immer ganz wichtig, wenn ich Texte schreibe, ich lese die auch ganz oft immer für mich irgendwo vor, dass man den Text eigentlich quasi wie ein Lied im Prinzip vortragen kann. Das habe ich an den Texten gemerkt. Also, ich finde das auch ganz spannend, weil die Sprachmelodie, wenn sich die in der Sprache wiederfindet, das ist oft nicht der Fall. Das Deutsche bietet sich auch nicht direkt jetzt an, aber es kann geschehen. Ja. Also ich komme ja aus dem Dialekt und da ist das Sprachmelodische sowieso noch stärker schon drinnen. Ja. Ich glaube, das ist auch was mich so ein bisschen mit dieser Faszination Wagner irgendwie verbindet, dass Wagner auch jemand war, der irgendwie Musik und Text und das ganze Werk sozusagen komponieren wollte als Gesamtkunstwerk. Und das finde ich eine sehr spannende Idee, also dass man auch darüber nachdenkt, wie klingt eigentlich die Sprache? Nicht nur ist das schon das richtige Wort. Ja, Jetzt haben wir schon einiges gehört und wir könnten jetzt noch ganz, ganz vieles hören, weil es ist zu viel. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Videoclip an, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr verrät. Ja, genau, hier, das ist nochmal die Auszeichnung durch die Horizont-Stiftung. Da hat man mich dann auch natürlich als Kulturjournalisten vorgestellt. Aber eben auch als jemand, der gerne schreibt. Hier mal ein Blick auf das wunderschöne Gotha, wo ich gerade lebe und arbeite. Ist ja fantastisch. Das historische Rathaus. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt, muss man sagen. Und hier sieht man auch die Ernennung, die ich dann bekommen habe zum Kurt-Laßwitz-Stipendiaten, so heißt der Stadtschreiber da. Und genau hier mal Blicke auf Veranstaltungen. Da bringe ich natürlich auch immer mal gerne die Städte mit, in denen ich so gelebt habe und die Texte, Theater, Prosa, Lyrik, über was ich alles so nachdenke, auch in meinem Arbeiten. Genau, das hier war jetzt auch im letzten Jahr die Vorstellung meines aktuellen Buches, Was uns die Daten verraten, über politische Werbung im Bundestagswahlkampf. Ja, du siehst die Musik, also ich mache ab und zu auch CDs, Jazz, Classic, das ist jetzt eine aktuelle Produktion, Piano Reed, A Classic Friendship. Ja, dann gibt es immer wieder Veranstaltungen, wo ich auch Texte, Musik, Wort miteinander verbinde. Und ich glaube, das hier ist jetzt genau bei der Abschlusslesung in Gotha, die jetzt gerade vor ein paar Monaten war. Und da habe ich wahnsinnig tolles Publikum. Also die Menschen haben mir da auch wirklich Mut gemacht, weiter diesen Weg zu gehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das ja auch wirklich eine wunderbare Kombination ist. Das kann jede Lesung natürlich retten. oder ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Text gelesen wird und danach auch nochmal Musik kommt, dass das irgendwie den Menschen auch eine andere Chance gibt, so mal mit den Text für sich selbst auch aufzunehmen und zu sagen, was ist mir daran wichtig, was kann ich da mitnehmen und dass es so eine Art Verschnaufpause auch gibt. Ja, und guter Hinweis, jetzt beginnt deine Lesung. Ja, ich habe... Ohne Musik. Ich habe ganz druckfrisch das allererste Exemplar mitbringen dürfen, der Texte, die jetzt so im letzten Jahr in Gotha entstanden sind. Und die Stadt Gotha hat das jetzt eben als ein kleines Büchlein herausgegeben. Und da habe ich jetzt drei Texte mal mitgebracht aus der Zeit, Stadtschreiberzeit.
Und der erste Text, ja, der heißt Mein Sehnsuchtsort. Mhm. Und der hat auch wieder was mit dieser Faszination für Kulturräume, also Wagner, also Koblenz kommt auch drin vor, ja, zu tun. Und genau, der ist im letzten Jahr entstanden. Mein Sehnsuchtsort. Es gibt ihn, diesen einen Ort, der für mich immer magisch ist, magnetisch. Und obwohl ich im ersten Moment am liebsten gesagt hätte, Papua-Neuguinea, ist es doch ein schnöder, schlichter Holzraum in Köln. Tatsächlich ein Konzerthaus, mein Konzerthaus, die Kölner Philharmonie. Warum ausgerechnet Sie? Da bin ich mir selbst nicht sicher. Nichts unterscheidet diesen Ort, hebt ihn hervor, vergleicht man ihn mit der modrig-samtigen Wiener Staatsoper, der modernistisch-weltwetteifernden Elbphilharmonie, meiner Kultursozialisierung im kleinen, liebevollen Stadttheater von Koblenz, gewachsen in Berlin unter den Linden und auch sonst überall in der kunstschwangeren Hauptstadt. Was aber um Himmels Willen hat dann ausgerechnet der schnöde, schlichte Raum in Köln an sich, dass ich mich immer so sehr nach ihm sehne, zurückzukehren suche? Vielleicht, weil hier meine Liebe zu klassischer Musik, dem reinen, puren Konzert zum ersten Mal geweckt wurde. Wir sind auf einem Schulausflug, extra über 100 Kilometer weit angereist, mit Schülerticket für 5,50 Euro im Gepäck, erwarten nichts, fahren in ein Schlagloch nach dem anderen über Baustellen geplagte Kölner Stadtstraßen, verlassen den Bus an einer Unterführung und gehen in so einen tiefgaragenartigen Eingang, der eines sicher klarstellt. Hier gibt es nichts zu sehen. Doch bringt man diese Schwelle hinter sich, wird alles anders. Warmes, helles Holz strahlt jedem Menschen, der es will, freundlich sanft entgegen. Willkommen. Man spürt es regelrecht beim Gang über ununterbrochen hellen Teppichboden zu den Garderoben. Und dann Ricola. Nicht das, was man in einem derart ernsten Konzerthaus erwartet hätte und doch so herrlich klein verrückt. Ricola. Überall. Auf Schalen an den Garderoben und den Stehtischen im Wartebereich. Ricola. Wir Kinder greifen zu, machen alle Jacketttaschen voll, bis jedem und jeder von uns so eine kleine Spur aus Hustenbonbons folgt, der man wie Hänsel und Gretel in den Saal nachlaufen kann. Dann gehen wir hinein. Vor mir das größte unterirdische Wunder, das ich bis dahin je gesehen habe. Ein riesiges, halbrundes Amphitheater, das man irgendwie direkt neben den Dom gepackt hat, inmitten des Kölner Erdreiches. Rechts davon müsste eine U-Bahn fahren. So wirklich unermesslich groß für einen jungen Menschen, dass man nur oben steht und staunen kann. So viele Menschen, so viele Plätze, bestimmt 2000 oder 10 oder noch mehr. Und alles ist orange, weich, begrüßend. Funktionale Sitze mit Stoff, ein Boden wie Sperrholzfarben, in der Mitte die Bühne und alle Stühle darauf ausgerichtet, ansteigend über unzählbare Reihen in den Himmel. Höhenangst kommt bei mir auf, aber es hilft nichts. Wir müssen ganz tief nach unten und auf der anderen Seite um die Bühne herum, denn wir sitzen direkt hinter dem Orchester. Und wenn es gleich zu spielen beginnt, schließe ich meine Augen und höre nur noch zu. Ich höre, wie dieser besondere Saal die Musik ganz in sich aufsaugt, verstärkt um eine kleine Prise Harmonie. Ja, der zweite Text, den ich mitgebracht habe, resultiert aus der Frage einer Bekannten, die zu mir kam und sagte, ist das jetzt Literatur oder ist das Journalismus, was du machst? Und für mich ist die Frage immer ganz lustig, weil ich immer irgendwo, für mich ist es immer irgendwo beides, also verschiedene Textsorten, die auch verschieden zusammenfließen können. Und daraus ist ein kleiner Text in Gotha entstanden, der heißt, ein Uhu bedroht mich. Und ist das jetzt Literatur oder Journalismus? Fragt mich eine Bekannte, als wir uns beiläufig über einen Text austauschen. Ich schaue sie überrascht an. Kann es nicht beides sein? Scheinbar nicht. Scheinbar braucht es Kategorien und Einteilungen, damit wir uns im Leben besser, schneller orientieren können. Und häufig ist das ja auch richtig. Eine Meldung, neue Kindertagesstätte im Landkreis Gotha, die als literarische Ich-Erzählung gestaltet wäre, käme schon etwas merkwürdig daher. Denn bei so einem Text braucht es vor allem journalistisch recherchierte Fakten. Wann eröffnet, wo, wie viel kostet ein Platz und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es Bereiche im Leben, da würde journalistisches Schreiben wiederum unpassend erscheinen, zum Beispiel in einem Liebesbrief. Ich komme zu dem Ergebnis, dass wir ab sofort gemeinsam durchs Leben gehen sollten. Das spart Steuern, Heizkosten, wir könnten ein Auto abschaffen, hätten immer gute Gesellschaft, zum Preis von Mittagessen bei deiner Schwiegermutter, Stress an Weihnachten, weniger Privatsphäre, wenn Kinder ins Spiel kommen und unterm Strich wäre es aber ein Gewinn. Naja. Vielleicht nicht ohne Grund liegt das Feld, auf dem ich so gerne arbeite, irgendwo dazwischen. Zwischen der sachlich faktenorientierten Perspektive des Berichtens im Journalismus und dem, was nur Literatur vermag. Menschlichen Zwischentönen, Gefühlen und Eindrücken möglichst gerecht zu werden. Und so habe ich heute Abend bei einem Spaziergang zufällig den Wanderweg zum Bürgerturm entdeckt.
Wäre dies nun ein journalistischer Text, ich würde schreiben, ein tolles Ausflugsziel, nahe des Stadtgebiets. Ein schöner Weg führt durch den Wald bis zum Bürgerturm am Inselbergblick, wie ein Schild angibt. Er misst bis zur Spitze 34,75 Meter. Aussichtsplattformen gibt es bei 10, 20 und 30 Metern. Und damit ist für jeden Treppenfreund oder Feind etwas dabei. Man kann den Turm auch nur bis zur ersten Plattform besteigen und trotzdem einen schönen Ausblick genießen. Tipp. Aber ganz ehrlich, wird das denn meinem Abend gerecht? Nur im Sinne einer Empfehlung. Denn was ich eigentlich erlebt habe, geht so. Ich wollte Bewegung, bin durch die Stadt gedüst, zu Fuß natürlich, falsch am Ortsausgang abgebogen und plötzlich auf einem beschilderten Weg zum Bürgerturm unterwegs. Kann man ja mal machen, denke ich mir, ehe der Weg überraschend in den Wald führt. Um 18.40 Uhr, es wird langsam richtig dunkel. Ob man da überfallen wird, überlege ich mir noch. Und von wem wohl? Räuberinnen im Thüringer Wald? Das denke ich mir dann doch nur aus. Bis drei Gestalten auf mich zuspringen. Aber es sind nur Kinder, die mit einem großen Hund im Gebüsch spielen. Ich gehe weiter, komme an zahlreichen Infotafeln vorbei, der Baum im Mittelpunkt vieler Tiere oder Nadelbäume, und erreiche schließlich, als ich fast denke, da gibt's doch gar keinen Weg mehr, ein wahnsinnig hohes Metallgerüst. Ah, der Bürgerturm, ich verstehe. Wow, der ist so imposant und hoch, ich weiß gar nicht, ob ich da drauf will. Ist ja Abend und ich muss noch mal durch den immer dunkler werdenden Wald zurück. Bleiben oder gehen, das ist hier die Frage. Aber da muss man doch drauf, entscheide ich mich irgendwann, setze einen Fuß vor den anderen auf der schwindelerregenden Treppe und stelle noch vor der ersten Plattform demütig fest, oh je, ich habe Höhenangst. Also nichts wie wieder runter, den schönen Ausblick, den ich gehabt hätte, mir dann doch nur vorstellen und ab nach Hause. Wieder durch den Wald. Ein Uhu bedroht mich, er ist aber nur auf einem Schild. Glück gehabt. Flugs voran, immer schneller werdend, ein totes Tier unter mir, ein Hirschkäfer, er wird fleißig von Ameisen zersetzt und dann endlich bin ich wieder raus aus dem Wald. Schön wäre das gewesen, denke ich mir, an einem Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein, mit guter Gesellschaft und der Muße des Wochenendes. Naja, wollen wir mal ein Auge zudrücken, der Bürgerturm bekommt trotzdem eine Empfehlung von mir, aber nur, wenn Sie ihn nicht so panisch besichtigen wie ich. Und jetzt entscheiden Sie, welche Textsorte Ihnen besser gefällt. PS, und vielleicht kommen Sie ja genau wie ich zu dem Ergebnis, dass eine Mischung aus beidem der Sache hier vielleicht am besten gerecht wird, die Wahrheit hier, wie so oft, in der Mitte liegt. Ja, und der dritte Text hat wieder was mit meiner Liebe zur klassischen Musik zu tun. Ich wollte ein Konzert in Gotha besuchen und es war der größte Regen des Jahrhunderts, den ich da jemals erlebt habe. Und dieser dicke Regen, diese dicken Regentropfen, die man fast anfassen konnte, haben mich zu einem kleinen Text inspiriert. Und der heißt Mozart oder Regen? Wer gewinnt hier? Dieser Regen hört nicht auf. Es regnet seit Stunden. Regen über Regen. Man meint fast, im Himmel würden sich die Wassertropfen gegenseitig überschlagen, anrempeln, zur Seite wegschubsen, im engagierten Kampf darum, wer als Erster nach unten weg und den Menschen gehörig auf den Kopf plumpsen darf. Was ist das nur für ein Regen? Man wird müde, schläfrig, Wetter schlägt sich auf der Seele nieder und auf den Knochen. Sicher, andere Städte haben auch Regen. München, Frankfurt, Regensburg auf jeden Fall. Doch dieser Regen über Gotha, der will uns hier aber mal richtig die Tour vermiesen. Immerhin, eigentlich ist heute, am 1. September, noch Open-Air-Konzert auf Schloss Friedenstein. Eigentlich. Und natürlich habe ich eine Karte, aber ich überlege mir auch, wer kommt denn da zu so einem Konzert, wenn vorher 4, 5 oder 6 Stunden lang nur Regen ist, der Schlosshof bei jedem und jeder im Geiste schon lange zu einer breiigen Masse aufgeweicht wurde, die, verschwendet man nur einen weiteren Gedanken an sie, alles pampig in sich aufzusaugen droht. Bestimmt sogar die Musik, der arme Mozart und die armen Beteiligten, Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, alle, die so eine umfangreiche Produktion ermöglichen, mit wochenlangen Proben und größtem Engagement. Was soll man tun? Trotzdem hingehen, um dem Wetter zu zeigen, wer sich hier niemals entmutigen lässt? Sicher, ist bestimmt keine schlechte Idee, aber dann bleiben doch wieder einige zu Hause, weil man es ihnen nicht verdenken kann, die Stühle gewiss patschnass sind, der Regen sich so viel drängender ins Gedächtnis einbrennt, als es der Mozart heute vielleicht vermocht hätte. Wir haben also einen Wettkampf. Mozart gegen den Regen. Und auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass der Regen heute Abend gewinnt, es mag Mozart gewiss ein Triumph sein, dass am Ende, über Jahrhunderte hinweg, er sicherlich noch häufiger gewonnen hat. Wer erinnert sich schon an den Regen von vorletzter Woche, von vor einem Jahr? Aber an die Zauberflöte, die Jupiter-Sinfonie, die kleine Nachtmusik? Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen. Außer vielleicht, bitte kommen Sie zu den Konzerten. Und sei es auch nur für die erste Hälfte. Das sind wir dem Regen schuldig. Denn wir müssen ihm doch zeigen,
So schnell ist die Entschlossenheit in Gotha, nicht aufzuweichen. Und wenn doch, dann nur nach dem ersten Akt. Den Rest kennt man ja oft. Dankeschön. Ja, das war jetzt ein Einblick in ganz frische Literatur. Genau. Ja, entstanden natürlich vor Ort, der spielt natürlich eine große Rolle. Und es scheint so, dass Gotha natürlich auch ein sehr großes kulturelles Spektrum hat. Ja. Das ist eine Stadt, wo also wahnsinnig viel passiert, wo es auch viele Veranstaltungen gibt. Also, da war ich sehr positiv überrascht, das ganze letzte Jahr. Das denke ich, ja. Es gibt nämlich auch wohl Stipendien, da sitzt man in der Einöde und kann man wieder weit laufen, bis man wieder weiter. Also es ist wirklich wieder diese Verbindung, das Wort, die Musik, ja, und besonders interessant war der Text, wo es um das journalistische Schreiben ging und eben das war enorm gut ausgearbeitet, ja. Wie kann etwas sein, ja? Wenn journalistisch, das soll ja einigermaßen klar sein, ja. Aber wenn man dann vom Uhu bedroht wird, das gehört nicht mehr so rein. Ich fand das ganz, ganz schön. Danke ja. Schön. Und jetzt natürlich eine große Frage. Was steht als nächstes an? Auf jeden Fall ein kreatives Buch, an dem ich jetzt auch gerade begonnen habe zu schreiben. Ja. Ich habe eigentlich den Plan gehabt, dass ich von Berlin nach Gotha wechsle in dieses Stipendium und dann da in meiner Schreibstube sitze und inspiriert werde und schreibe. Und das Gegenteil war dann insofern der Fall, dass die Stadt mich also so positiv in Beschlag genommen hat und es so viele Projekte Verbindungen gab, dass ich das letzte Jahr über gar nicht so sehr zum Schreiben eines langen Werkes gekommen bin. Und deswegen habe ich mich jetzt gerade dafür entschieden, noch ein bisschen in Gotha vor Ort auch zu bleiben, diese Atmosphäre zu genießen und jetzt was zu schreiben, was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, aber ich bin da auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, dass wenn man Geschichten erzählt, dass man sie vor allem sich selbst erstmal einmal erzählen muss und selbst auch erstmal diesen Spaß an der Geschichte entwickeln muss. Und ich würde jetzt da ungern das sozusagen weiter in die Tiefe erzählen. Genau. Das ist ja Kurzprosa jetzt gewesen. Ja. Ist das so ein bisschen der Stil, den du auch weiter so in der Prosa benutzen willst? Oder jetzt bin ich ganz neugierig, oder soll irgendwann doch mal noch das große Romanprojekt? Ja, nein, ein Roman, ich würde schon an der Stelle dann jetzt stehen. Für mich ist es nur die Frage, das ist sowas, was mich auch, ich sag mal, poetologisch, literaturwissenschaftlich umtreibt. Wie gestaltet sich denn heute ein Roman? Ja. Also ist es wirklich noch die eine große Erzählung, die beginnt und nach 570 Seiten dann endet? Oder können es auch Schlaglichter sein, verschiedene Facetten, verschiedene Perspektiven? Ich glaube, das ist eher so das, wo ich mir vorstellen kann, etwas dann zusammenzusetzen. Ja, das wäre auch wieder was Neues, weil das ist schon lange nicht mehr gemacht worden. Es wird gar nicht so viel experimentiert im Moment im Roman. Ja, genau. Und das ist immer so der Moment, wo bei mir dann die Begeisterung einsetzt, wo ich denke, weißt du was, mach doch jetzt mal einfach, folge mal deinem Herzen, probier doch einfach mal was aus. Und im schlimmsten Fall sagen mir die Menschen, dass es ihnen vielleicht nicht gefällt. Aber ich glaube, das hat man ja in der Kunst immer. Also es gibt immer Aspekte, die der eine gut findet und der andere gerade deshalb nicht. Weil das stagniert die Erzählung ist nicht mehr viel dazugekommen. Ja. Da gab es schon andere Versuche in der Vergangenheit. Okay, dann ist alles offen und... Und dann wünsche ich dir noch sehr schöne Tage in Gotha weiter und viel Musik da jetzt, wenn der Winter zu Ende geht. Aber Winter ist ja die beste Zeit an sich dafür. und ich bedanke mich für dein Kommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin mir sicher, wir hören noch sehr viel von dir. Dankeschön. Ja, danke schön. Dann sage ich bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, das war wieder eine Ausgabe unseres Literaturmagazins Zwischen den Zeilen. Vielen Dank.